Moin, wir sind heute einen Tag unterwegs mit Elias Saad. Wir starten heute am Steinwiesenweg, weil heute der Laktattest ansteht. Da wollen wir mal gucken, wie er sich so schlägt. Und hinterher geht es zu einem Fotoshooting für das neue Auswärtstrikot mit ihm. Auch da nehmen wir euch natürlich mit und freuen uns auf den Tag. Elias 7. Moin Elias, schön, dass du da bist. Wir haben schon angekündigt, heute sind wir einen Tag mit dir unterwegs. Ja. Starten hier auf der Tatanbahn. Genau. Laktattest. Wie doll freust du dich da drauf? Das ist mein erster Laktattest. Ah. Ein bisschen aufgeregt, aber so freuen tue ich nicht. Hast du von den anderen schon gehört, das ist nicht ganz so spaßig. Soll nicht so spaßig sein. Ja, dann ja, sind wir gespannt, was du uns hinterher erzählst. Mach. Und lassen wir dich jetzt erstmal in Ruhe. Okay, Elias, das ist jetzt der anstrengendste Teil, ne? Wie geht's dir? Ganz gut. Du siehst immer noch besser aus als die Hälfte aller anderen. Ich glaube, Laktattest liegt dir. Ja, ja, genau. Kannst du? Ich kann gut laufen. Ja? Perfekt. Dann glaube ich jetzt gleich nur noch auslaufen, ne? Ja. Sehr schön. Ja, Laktattest geschafft? Ja. Wie schlimm war es jetzt? Es war schon sehr anstrengend. Jetzt bin ich glücklich, dass ich das hinter mir habe und ein bisschen entspannen kann. Ja, wir haben ja auch noch ein paar Sachen vor uns. Genau, heute auf dem Platz seid ihr gar nicht mehr heute, aber wir hatten ja schon angekündigt, begleiten dich nachher noch zum Shooting. Jetzt wollen wir natürlich, wo wir jetzt kurz die Zeit haben, einmal zu Köln zu fahren, von dir wissen. Das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, das war im Trainingslager, ist ja jetzt auch schon fast ein halbes Jahr her. Ja. Was hat sich seitdem so verändert für dich? Ja, auf jeden Fall sehr viel. So, der Start war nicht so einfach, aber jetzt denke ich, bin ich ganz gut angekommen, habe mein erstes Spiel gemacht, mein erstes Spiel von Anfang an, mein erstes Tor geschossen im Derby. Also ist auf jeden Fall sehr viel auf mich zugekommen. Waren sehr viele Erlebnisse, die ich halt für immer bei mir haben werde. Ja, ja, glaube ich. Also als du wurdest ja auch ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, ne? Du bist ja nach Benidorm gekommen und irgendwie direkt war ja super intensiv und viel Pensum, was ihr hattet. Und wie kamst du von Beginn an damit zurecht? Erklär mal, wie so der Weg aussah, bis du dich jetzt quasi hoch in die Startelf. Also ich sag mal so, das war sehr intensiv so nach dem Trainingslager. Ich hatte oft sehr schwere Beine und auch täglich Training, das war ich halt auch nicht gewöhnt. Mhm. Und deshalb glaube ich, habe ich auch so ein paar Monate gebraucht. Und dann ging es halt immer, lief es halt immer besser. In den Testspielen konnte ich mich dann zeigen wenigstens. Und ja, jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Jetzt ist es normal für mich geworden, Alltag, und macht auch sehr Spaß. Ist es trotzdem noch so, dass du immer mal wieder denkst, so, es ist jetzt wirklich, stehst morgens auf und denkst, boah, jetzt ist es echt so, wirst du irgendwie Fußballprofi, fährst zum Trainingsplatz und verdienst jetzt damit komplett dein Geld? Jetzt so langsam habe ich das realisiert, muss ich sagen. Und deswegen stehe ich auch immer sehr gerne morgens auf. Wenn ich weiß, ich fahre zum Training, ist halt besser als. Oder was heißt besser? Also ich bin es auch anders gewöhnt und das macht mir jetzt definitiv mehr Spaß. Ja klar, ist ja wahrscheinlich auch von vielen der Traum. Ja. Und wie würdest du jetzt beschreiben, jetzt ist ja tatsächlich in den letzten Wochen quasi nochmal einen ganzen Satz gemacht, ne? Zu irgendwie kurzen Einsätzen, zu jetzt Startelf, Tor im Derby gemacht. Wie hat sich das angefühlt? Wie hat dich das nochmal verändert vielleicht? Also ich verändert in dem Sinne, dass ich auf jeden Fall selbstbewusster bin und mich mehr zutraue im Spiel. Das auf jeden Fall, aber sonst halt eigentlich nicht viel. Ich kann das irgendwie immer noch nicht realisieren, gucke mir manchmal die Videos an und kann das irgendwie immer noch nicht glauben, dass ich da getroffen habe. Also nicht viel tatsächlich so. Und wie viele Nachrichten hattest du auf dem Handy nach dem Derby? Nach dem Derby waren es, das Handy ist echt geplatzt, war echt voll. Glaube ich. Und wie fühlt sich das so im Nachhinein an? Irgendwie natürlich super cool, dass man da getroffen hat, hat dann aber leider punktetechnisch sich nicht ausgezahlt. So, was hat dann überwogen, deine Freude über deine Leistung? Oder? Nee, also nach dem Spiel war natürlich so die Niederlage. Deswegen war ich echt sehr enttäuscht, konnte mich gar nicht über mein Tor richtig freuen. Das glaube ich, hat man gesehen ein bisschen. Und dann so im Nachhinein, wenn man dann die Nachrichten mal so einen Tag später wieder
dann erst liest, so, dann sieht man halt, okay, man hat ein Tor gemacht, das war eigentlich schon persönlich sehr gut. Mhm. Aber natürlich war es halt kacke für die Mannschaft und für uns alle, weil wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten und auch meiner Meinung nach ja, schaffen könnten. Ja. Aber ja. Und wenn du dir jetzt so deine Entwicklung als Fußballer anguckst, was würdest du sagen, was hat sich geändert seit oder was hat sich verbessert noch, seit du hier bist? Wo merkst du so deutlich, ach, das geht jetzt, das ging vorher noch nicht so gut oder so? Ja, also abgesehen vom Laktat-Test natürlich. Also ich glaube, so körperlich habe ich ein bisschen zugelegt, bin stabiler geworden. Und anfangs war es halt sehr schwer im Training, mich so zweikampfmäßig so durchzusetzen gegen die anderen. Und jetzt merke ich halt, dass es einfacher wird, dass es klappt gegen die Gegner. Das hat sich definitiv verändert und sonst halt bin ich auch ein bisschen schlauer im Spiel geworden. Vorher habe ich das nicht so gesehen, aber Fabi zeigt mir halt viele Sachen und bringt mir was bei. Und ich finde einfach, man lernt halt täglich immer mehr. Und ich finde einfach die besseren Lösungen, die ich vorher halt nicht hatte im Spiel. Wir sind jetzt fast an der Kollau angekommen. Da lassen wir dich jetzt erstmal ein bisschen deine Pause genießen und treffen uns dann ja später zum Shooting in Altona wieder. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich. Ja, danke und bis später. Bis später. Reality's back, huh? I'm trying to keep it real and keep my stacks, fam. But MC's killing for a rack, rapping in a trash can. Like what you saying, dog, you need to backtrack. It's how you claim to be a rapper if you can't rap, fam. Not for real. How the fuck you claim to be a rapper? 6 million ways to die. So I spit into this truth when I pray for lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes. Elias, geschafft, Shooting vorbei, wie war's? Ja, hat Spaß gemacht, war cool, sowas zu machen. Und ich finde die Trikots auch echt schön. Also ich freue mich drauf, das ja. Die bald mal zu tragen. Nächste Saison geht's los. Ja. Das heißt, heute war jetzt der Tag, der alles irgendwie zum ersten Mal ausprobiert. Genau. Und irgendwie wahrscheinlich nochmal der Rest, der zum Profi sein gehört, dazugekommen. Ja. Wie fühlt sich das an? Ja, ist cool. Also ich war ein bisschen müde nach dem Laktattest, ja. Aber ich wollte das schon immer machen, so ein Shooting, ja. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also hat unsere Merch jetzt noch ein Model dazu gewonnen? Ja, wenn die jemanden brauchen, können die gerne anrufen. Freuen sie sich. Okay, dann lassen wir dich jetzt auch mal in Ruhe, deinen Feierabend genießen, das gute ja. Wetter. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast den Tag. Gerne. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder beim Training. Auf jeden Fall.